Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und habe euch jetzt zu Weihnachten, das ist nämlich der erste Weihnachtsfeiertag, ein kleines neues Video mitgebracht. So, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ihr die letzten Wochen nichts von mir gehört habt. Es sind keine Videos rausgekommen, obwohl ich das vorher sehr stringent gemacht habe. Also mein Plan ist immer, dass ich mindestens ein Video, am besten sogar zwei die Woche rausbringe. Meistens mittwochs und eins Sonntag, manchmal auch Samstag. Also ich bin da nicht ganz so päpstlich, ne? Das hat die letzten Wochen nicht geklappt. Mich hat es nämlich richtig zerlegt. Ich war mal sowas von krank. Und dadurch, dass ich ein paar Wochen komplett ausgefallen bin, hat sich dann natürlich auch die ganze Weihnachtsgeschichte arg nach hinten gezogen. Und ich musste ziemlich rödeln, dass ich hier auf meinem Schreibtisch, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier zwischendurch aussah, dass ich hier auf meinem Schreibtisch noch so ein paar Sachen zu Weihnachten fertig bekommen habe. Heute habe ich euch das letzte Stückchen mitgebracht, was ich jetzt hier noch zu Weihnachten fertigen wollte. Ich habe tatsächlich sogar ein paar Sachen ins neue Jahr geschoben und quasi mit einer Weihnachtskarte angekündigt. Auf den Projekten, bei den Projekten hatte ich so viel Speed drauf, dass ich euch da nicht mitnehmen konnte. Und ganz ehrlich, hättet ihr mich mit meiner Stimme auch nicht hören wollen. Dementsprechend ist das Jahresende bei mir ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Wobei, noch ist das Jahr nicht zu Ende. Wir haben ja noch eine Woche oder eine knappe. Und dementsprechend mache ich jetzt heute so ein kleines Video, kleines Recap-Video, also ein Mini-Mini-Recap-Video, weil ich will euch jetzt hier nicht mit Jahresende-Gedöns langweilen. Vielleicht mache ich zu Silvester noch eins, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch einmal richtig herzlich und liebevoll Dankeschön sagen für euch und eure Kommentare, für eure Abonnenten, für eure Abonnierungen, nennt man das Abonnierungen, für euch liebe Abonnenten. So, wir haben jetzt über 406 Abonnenten gesammelt hier auf meinem Kanal, da freue ich mich mega drüber. Also um genau zu sein, sind es jetzt in diesem Moment 406 und nicht über 406, ja. Ihr merkt, es ist noch etwas früh am Morgen. Es ist gestern war Heiligabend, der war sehr gemütlich, glücklicherweise endlich mein gemütlicher Tag. Und das Dankeschön kommt von Herzen, weil das, was ich hier mache, das mache ich auch von Herzen. Und ich freue mich, dass ihr mich dabei begleitet, dass ihr da seid, dass ihr abonniert, dass ihr mir Kommentare schickt, Herzchen, dass ihr mir bei Facebook folgt und wir da im Austausch sind. Das macht mir riesig Spaß. Also Basteln an sich, das macht mir sowieso schon Spaß. Aber das gibt echt noch so das Sahnehäubchen oder die Kirsche auf der Torte, wie man so schön sagt. Das freut mich mega und ich freue mich über jeden Austausch. Ich hatte dieses Jahr ein tolles Basteljahr, auch wenn das Jahr an sich sehr anstrengend und sehr vielschichtig war. Also das heißt auch, also eigentlich ist es sehr schön, wenn es anstrengend und vielschichtig ist, aber das war dieses Jahr echt eine Nummer zu viel. Die Bastel-Connections, die ganzen vielen tollen Leute, die ich kennenlernen durfte oder einfach auch noch mehr kennenlernen durfte, die waren klasse und toll, die will ich nicht missen. Und das Dankeschön geht hier raus an euch. Nein, ich möchte dieses Büchlein nicht verlosen, wenn ich jetzt schon mit Dankeschön rumwerfe. Das ist tatsächlich noch ein letztes Geschenk. Vielleicht werde ich nächstes Jahr was verlosen. Also ich hätte mir sowieso überlegt, wenn ich 500 Abonnenten beisammen habe, dann werde ich ein Büchlein verlosen und dann werde ich auch eine Roomtour machen. Ich hoffe, ich kriege es hin, bis dahin hier das Chaos ein bisschen zu lichten, weil ich habe nämlich noch einige Bauprojekte, also so kleinere Bauprojekte wie Regale anbringen und sowas vor, dass ich hier noch ein bisschen mehr Struktur in mein Chaos kriege. Also ich liebe Chaos, nur wenn ich die Sache nicht mehr wiederfinde, ist es eine Nummer zu viel. So, jetzt möchte ich euch mal kurz erzählen, was ich hier gemacht habe und auch was ich noch so vorhabe. Hier habe ich noch auf die Schnelle, also wirklich kurz auf knapp in einer Eingebung, ein kleines süßes Notizbüchlein gemacht. Das ist kein Junk Journal im eigentlichen Sinn. Das ist ein Notizbüchlein mit einem Dingeldangel. Einem kleinen süßen Dingeldangel, was wirklich ja so einen leichten Weihnachtshauch hat durch diese Kringelchen und den Draht. Es ist aber kein Weihnachtsjournal. Mit Charms, also Keys, Engels, Flügelchen, einen kleinen Engel verbaut. Das ist einfach nur ein Lesezeichen. So ein bisschen was zum Liebhaben, auch für ganz normale Bücher zu haben. Und da habe ich einfach, ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen, den Draht hier gedreht. Das ist ein ziemlich stabiler Elektrikerdraht. Ich habe das Glück,
dass mein Liebster davon einiges hat und mir was abgegeben hat. So, ihr seht's, ne? So, das ist ein bisschen wuseliges Dingeltangel. Das lege ich jetzt einfach mal hier oben hin. So. Und ihr hört noch was, beziehungsweise ihr hört nichts. Ich bewege mich auf meinem Stuhl und es knetert nicht mehr. Mein Liebster hat mir einen neuen Schreibtischstuhl zu Weihnachten geschenkt und ihn auch direkt hergebracht und hingestellt und den alten entsorgt. Ich habe jetzt einen mega bequemen Stuhl und kann wieder herrlich basteln, ohne dass ständig Geknetter in meinen Videos ist. Jo, was habe ich denn hier gemacht? Eine spontane Bastelei zu Weihnachten. Ich habe einfach ein kleines Büchlein geschnappt. Ich habe ganz, ganz tolle Sachen in meinen Junk Journal Adventskalendern gehabt. Also ich habe bei der Vintage Only Adventskalendergruppe mitgemacht, beziehungsweise Vintage Only Happy Mail Gruppe. Da haben wir eine Kalenderaktion gemacht. Da habe ich tolle Bänder bekommen und hier und da schon mal was verarbeitet. Ich habe ein Dandelion, also Pusteblumen, Digitalpapier verarbeitet. Das habe ich bei Etsy gefunden, aber frag mich jetzt bitte nicht, wo ich das her habe. Also wenn es wirklich jemand ganz dringend wissen will, wenn ich hier gleich durchblätter und ihr sagt so, boah, wie geil, unbedingt wissen wollen, wo es her ist, dann werde ich da nochmal nach den Links kramen. Ich habe mir das tatsächlich bei einer Online-Druckerei das Papier bestellt, also zum Ausdrucken, weil mein Drucker hier, naja, mal mitspielt und mal nicht. Das ist so ein Schätzchen, was ein bisschen Eigenleben hat. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich mir einfach einen Schwung bestellt. So, das habe ich geknüllt, mit Mod Podge bearbeitet, hier aufgebracht. Nach der Mod Podge Bearbeitung sind mir hier die Kanten so ein bisschen aufgesprungen. Das habe ich ein bisschen zu straff gemacht. Das ist nicht so schlimm, es ist ja immerhin ein Junk Journal Notizbuch, ne? Ihr seht's. Da habe ich einfach Gilding Wax benutzt, um das ein bisschen zu kaschieren. Eine offene Kreuzbindung gemacht. So, kleinen Charme dran. Ja, und das ist dann einfach hier zum Zutüdeln. Und los geht's. Ich habe hier so ein Die-Cut von Stamperia benutzt, um mein hier Piekse-Dings, die Rückseite von meinem Verschluss zu kaschieren. Und auch hier innen habe ich das geknüllte Pusteblumenpapier benutzt und auch nochmal eine Runde Mod Podge drauf, weil man fasst ja doch öfter mal drüber. Vielleicht legt man auch Sachen hier rein, die vielleicht so ein bisschen rubbelig sind. Hier kommt dann noch ein kleiner Umschlag mit einer persönlichen Grußbotschaft rein. Da wird hier reingeklemmt, so. Und da habe ich so einen kleinen Paperclip gemacht. Einfach süß, fein mit Washi. Die sind total einfach und total, ja, süß einfach. Also ich liebe die. Die kann man überall dran packen. Selbst an Business Post könnte man so einen kleinen Paperclip dran machen. Falls ihr da Interesse dran habt, dass ich sowas mal zeige, mache ich das gern. So, und dieses Papier habe ich mir dann hier auf halbseitig ausdrucken lassen. Also auf A5. Und das ist eh quer und hat halt immer zwei Bilder. Das heißt, ich konnte das wunderbar mit Rand abschneiden und dann hier einfügen. Und da habe ich einen ganzen Schwung von bestellt. Also ich konnte mich auch tatsächlich nicht entscheiden zwischen Papieren. Und habe dann einfach alle Papiere, die ich mir mal gekauft habe, in die Online-Druckerei gegeben. Sagt, Leute, macht mal einmal in groß und einmal in klein. Hier seht ihr jetzt das A6-Format, A6-Journal. Ein bisschen kleiner sind die Papiere geschnitten, weil die noch einen weißen Rand haben. Und auch da habe ich der Druckerei einen Hinweis mitgegeben, mach mal lieber weißen Rand, als das Format oder die Bilder zu zerstören. So, hier ist noch ganz viel Platz zu schreiben. Ich habe die nicht in Tee oder sowas gefärbt, ich habe die einfach nur stumpf geschnitten. Ein bisschen Gilding Wax auf die Seiten dazu und habe sie eingebunden. Ja, da habe ich die einfach zusammengeklemmt und schön mit Gilding Wax bearbeitet, dass die Seiten so ein bisschen glänzig sind. Ihr seht es, wenn ich das zusammen mache. Vielleicht sieht das oben besser. Da ist Gilding Wax drauf. So, das ist eigentlich auch schon die ganze Herrlichkeit. Ne? Ich habe zwei Signaturen reingepackt. Ich habe jeweils 10 oder 11 von diesen kleinen Papierchen hergenommen. Es ist viel Platz zum Schreiben und das sind viele Pusteblumen. Ja, und das Papier habe ich einfach, das ist ein mattes Papier in, ich glaube, Stärke 100 oder 120, nee, ich glaube 100 ist es. Ja, 100. Und das ist völlig fein als Notizbuch. Das hat eine schöne Haptik, es hat eine wunderschöne Optik, es ist leicht matt. Also das ist ein absoluter,
Ein absolutes Highlight auf jeden Fall. Und diese Papiere sind einfach vom Motiv her super schön. Genau, das war hier mal ein kleines, ziemlich schäbiges Notizbuch, dem ich ein neues Leben eingehaucht habe. Ja, und die Plättchen hier, da habe ich ein Designpapier genommen, was ich noch so gefunden habe, was so ein bisschen in die bläuliche Richtung geht. Das ist mein letztes spontanes Geschenk, was ich hier noch verschenken möchte. Das werde ich gleich einpacken und dann geht es mit auf die Reise. Und dann habe ich einen kleinen Ausblick mitgebracht, was ich jetzt im nächsten Jahr machen möchte, beziehungsweise zwischen den Jahren anfangen werde. Legen wir mal das Notizbuch zur Seite. So, und ich hatte, glaube ich, irgendwann schon mal davon berichtet. Jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen höher packen. Ja, natürlich kann man das alles auch mit Zoom regeln, schon klar. Ich habe aber hier mal einen schönen Kameraarm, den ich jetzt einfach mal eine Runde hebe. So. Müsste immer noch in der richtigen Direction sein. Yes. Hier habe ich schon mal das Cover gemacht. Das wird ein A5-Journal. Und zwar für eine Katzenfreundin. Da muss ich noch immer ein bisschen mit Mod Podge drüber, dass diese schöne Katze auf jeden Fall erhalten bleibt. Weil die hat nämlich Glitzer drauf und es ist eine wirklich, es ist so eine alte, ein altes Glanzbildchen. Das ist mein nächstes Projekt. Ein Katzenjournal mit 4 Signaturen. Hier habe ich schon die Löcher für die Signaturen gemacht. Und benutzt habe ich das, oh Gott, was ist denn das? Ist das Old Lace von Stamperia? Das kann sein. Müsst ihr tatsächlich mal gucken. Hier ist das Papier ein bisschen hochgekommen. Ich habe tatsächlich dieses Cover schon vor einiger Zeit schon gemacht. Und wollte es eigentlich, dieses komplette Journal mitsamt der Katzenfotos von unseren Katzen direkt zu Weihnachten verschenken. Das war mein Plan. Und dann war ich 3 Wochen tutti komplett außer Gefecht. So. Und wenn dir 3 Wochen vor Weihnachten fehlen, dann ist das äußerst schlecht. Und dann gibt mich einiges den Bach runter. Nicht nur der Haushalt, der Reitunterricht, die Arbeit, alles an Weihnachtsgeschenken, die man so zusammenkramt, zusammenbasteln will. Es bleiben halt auch einfach die Projekte liegen. Also ich habe wirklich mit Ach und Krach meine Adventskalender geschafft. Auch da wollte ich euch eigentlich ein Video machen. Oder nicht nur eins, sondern mehrere. Ich habe mit Ach und Krach die Adventskalender geschafft, die ich verschicken wollte. Ich habe nicht mal anständige Bilder gemacht. Hier und da habe ich bei Insta mal was zusammengestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich die gepostet habe oder bis jetzt vorbereitet. Ich muss nochmal gucken. Jetzt zwischen den Jahren ist für mich die Zeit zum Sortieren. Ne? Also ich mich sortieren, ich meine Materialien sortieren. Und dann lege ich mit diesem Schatzi hier los. Das war so richtig. Dann gibt es nämlich Junk Journal Katzen-Style und Katzenalbum. Ja, da kommen dann Fotos von unseren Kätzchen mit rein. Und halt ganz viel Junk Journaliges. So, da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet, aber das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ich wollte euch jetzt erstmal den Mund wässrig machen, wie es bei mir weitergeht. Und ich hoffe auch, dass ich es jetzt sag mal, gesundheitlich und sortiermäßig schafft, dass ihr wieder 2 Videos die Woche von mir seht. Wenn euch irgendwas besonders interessiert von dem, was ich euch jetzt erzählt habe oder von dem, was ich euch vielleicht zeigen könnte, ne, also auch so im Hinblick auf das kleine Pusteblumenbüchlein, auf das Dingeldang oder whatever, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, was von euch zu hören, zu lesen. Wie geht's weiter? Habt ihr Lust auf mehr Videos? Soll ich ein bisschen auf die Tube drücken und soll ich euch noch Flip-Throughs zeigen oder wollt ihr direkt im Prozess teilnehmen? Ich werde bestimmt, also 1-2 Prozessvideos werde ich bestimmt machen, weil da habe ich jetzt in letzter Zeit halt durch die Holterdiepolter, ich muss noch fertig werden, Aktion nichts gemacht. Ja, ich freue mich mega drauf, also ich freue mich riesig drauf, jetzt wieder geordnet mit dem Journal loszulegen, weil es macht einfach so viel Spaß, so ein richtiges Junk-Journal zu erstellen. Und ich weiß halt auch, wer es bekommt. Und deswegen macht es mir nochmal doppelt Spaß, weil ich genau weiß, dass dieses Journal, wenn es dann fertig ist, für große Freude sorgen wird. By the way, ich werde auch noch ein Pferde-Journal machen, aber das habe ich nicht mal angefangen. Das heißt, ich kann euch nicht mal einen Teaser zeigen. So. Und jetzt werde ich euch mal mit YouTube und Co. In Frieden lassen. Und ich hoffe, dass ihr auch was Schönes bastelt. Ich freue mich wieder drauf, mit euch in Kontakt zu treten. Ich freue mich auch echt mega, dass wir die 400 Abonnenten geknackt haben hier.
voll gut. Und das ist passiert, als ich voll flach lag. Deswegen habe ich es nicht mehr richtig würdigen können. Also fühlt euch gewürdigt. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Habt Dank für euer Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino.